Wir freuen uns aufs vierte Konzert im Laufe dieses doch musikalisch ereignisreichen Tages. Und meine charmante Kuratorin hat mir aufgetragen, die erzieherischen Maßnahmen jetzt von meiner Warte aus als erstes ins Publikum zu schießen. Für diejenigen, die bis jetzt noch nicht da waren, bitte zwei Dinge beachten. Rein und raus nur zwischendurch, wenn Applaus aufbrandet. Und ja, ganz, ganz schwierig, Handys aus. Es ist im Interesse der Darbietenden, es ist im Interesse des Publikums, es ist im Interesse unserer Gesundheit und ihres Wohlbefindens. Handys aus, meine Damen. Sie werden ja sicher wissen, wozu Sie sich hier in diesen Saal gesetzt haben. Jetzt kommt Oblivion, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, das Konzert der Cellisten. Und dazu bitte ich Professor Pinto auf die Bühne, der uns ein bisschen was dazu erzählen möchte. Als erstes würde mich natürlich interessieren, was werden wir denn jetzt hören? Wir würden hören, wir beginnen mit Bach. Eines der berühmtesten Stücke, die R, die ja für alle möglichen Untermalungen schon verwendet wurde. Und werden sie gleich ins kalte Wasser schmeißen, indem wir ihnen ein zeitgenössisches Stück vorspielen werden, beziehungsweise die jungen Cellisten, ich werde ja nur zuhören. Und zwar ein Werk, ein zeitgenössisches Werk eines unserer Professoren, Professor Frohleix, der auch komponiert, der sehr viele zeitgenössische Werke schon international aufgeführt hat. Den für uns Sie auch morgen als Moderator hier sehen können an der Stelle von Herrn Alsmann. Ja, da hat sich eine Menge vorgenommen. Und naja, heute wird eben sein Werk erklingen. Das hat er für das Ensemble geschrieben. Das Werk heißt Unisono, das heißt, es ist eine Reihe von Tönen, aber Sie werden hören, die sehr unterschiedlich auch klingen kann. Und dann haben wir ein ganz kleines Intermezzo. Zwei Cellisten werden spielen einen kleinen Song, ein kleines Lied, Maria de Carnaval von Luis Bonfa. Das ist aus dem berühmten Film Orfeo Negro, der ja damals ein Kultfilm fast war, könnte man schon sagen. Und eben das kleine, die Titelmelodie werden die beiden zu zweit spielen. Und dann geht es weiter mit Oblivion, so wie der Titel ist, von Astor Piazzolla, das von einem der Studierenden für das Ensemble auch bearbeitet wurde. Und am Schluss werden wir aus Herr der Ringe ein Potpourri, auch von einem Studenten, der hier ganz außen sitzt, Renard, hören, der es extra für diesen Abend geschrieben hat. Wunderbar. Vielen Dank, Professor Pinto, und wir freuen uns auf eine anregende Dreiviertelstunde und danach sehen Sie uns wieder. Bis dahin.
Thank you.